Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer Mattengymnastik. Komm gleich zu mir auf den Boden und wir starten im Sitzen. Und zwar darfst du deine Füße, ich komme so ein bisschen seitlich zu dir, hüftschmal aufstellen, richte dich auf, heb dein Brustbein, halte dich Rückgang deinen Oberschenkeln fest und jetzt atmest du aus und lässt deinen Rücken einfach mal nach hinten abkippen. Atme ein und richte dich wieder auf. Heb dein Brustbein nach oben an. Nochmal ausatmen durch den Mund. Einatmen und wieder heben. Du könntest dir, mach nur weiter, auch ein Kissen unter dein Gesäß legen. Dann tust du dir vielleicht etwas leichter, also dich leicht erhöht setzen. Vereinfacht die Übung vielleicht. Nochmal ausatmen rund. Und einatmen, wieder aufrichten. Immer in deinem Tempo. Immer so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Gleich noch einmal ausatmen, rund. Dann bleibst du hier ganz aufgerichtet sitzen, streckst dich nach oben, räkelst dich in Richtung Decke, zieh dich ganz lang und nimm mit dem Ausatmen einen Arm zur Seite, nimm rück deinen Blick auch nach unten und der andere Arm zieht über Kopf. Spür die Dehnung in der Seite, nochmal einatmen, wechseln, aus zur anderen Seite. Einatmen. Und aus. Noch einmal, komm dann wieder zur Mitte zurück, richte dich auf und mit dem Ausatmen drehst du dich jetzt auf eine Seite, Kopf dreht mit, einatmen und aus zur anderen Seite, ein und aus. Jede Seite noch einmal in die Rotation. Ist ganz angenehm, oder? Für den Rücken. Komm dann wieder zurück. Löse. Nimm deine Hände nochmal an die Unterschenkel. Lass dich nach vorne hängen. Entspannt. Lass deinen Rücken ganz entspannt und locker. Hol dich langsam auf, Wirbel für Wirbel und komm dann nach unten. Das heißt, schau, dass du deine Matte hinter dir hast. Du könntest dann in der Rückenlage das Kissen auch unter deinen Kopf legen, das du jetzt unter deinem Gesäß hattest, wenn du es hattest. Roll dich langsam tief. Lass deinen Schultergürtel entspannen, deine Arme locker und schieb mit deinen Fußsohlen in den Boden, sodass du merkst, wie dein Steißbein sich Richtung Fersen schiebt. Komm hoch, Wirbel für Wirbel, bis du maximal bei deinen Schulterblattspitzen ankommst. Und dann rollst du dich Wirbel für Wirbel wieder tief. Lass dir Zeit. Versuch, deinen Rücken zu spüren, die Wirbelsäule wahrzunehmen. Spür natürlich die Rückseite, Oberschenkel und Gesäß.
Und dann bleibst du beim nächsten Mal oben, hältst hier. Und jetzt versuchst du, dein rechtes und linkes Knie nach vorne wegzuschieben. Stell dir vor, da ist ein Stift an deinem Knie befestigt und du machst einen Punkt an die Wand vorne. Einmal rechts, einmal links. Also rechtes Knie und linkes Knie verlängern. Becken bleibt eigentlich oben. Das ist eine seitliche Bewegung. Gar nicht so einfach, aber funktioniert schon. Rückseite, Oberschenkel, Gesäß, unterer Rücken arbeiten. Alle beckenstabilisierenden Muskeln. Halte dann wieder in der Mitte und roll dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Zieh nacheinander deine Knie zu dir ran. Mach dich einen kurzen Moment klein. Ranziehen und wieder lösen. Ein bisschen hin und her wackeln. Und dann löst du auf, lässt ein Bein nach unten absinken, das andere nimm mal rechts hoch, dann machen wir es gleichzeitig. Genau, rechte Hand an den Oberschenkel, mit der Handfläche gibst du ein bisschen Druck. Drück mal mit der Hand und drück mit dem Oberschenkel und spür, was du jetzt da merkst. Merkst du deinen Bauchmuskel? Gut, dann ist es richtig. Dann atmest du ein, löst und mit dem nächsten Ausatmen nimmst du dein anderes Bein und schiebst. Ein und aus. Druck, Druck, Druck. Ein und aus. Schau mal, dass dein Nacken lang bleibt, dein Schultergürtel entspannt. Versuch den Atem durch die Lippenbremse so richtig schön zu verlängern, sodass du einen langen Ausatem hast. Und dann holst du nochmal dein Knierad, bleibst hier oben und jetzt nimmst du das zweite dazu und drückst mit beiden Händen so fest, wie es geht. Druck, Druck, Spannung halten, Atem fließen lassen, Bauchmuskulatur spüren. Und nochmal lösen, entspannen. Eine Runde noch, oder? Einmal noch Beine nach vorne und Druck geben. So fest wie es geht. Druck, 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 Druck. Und lösen. Locker lassen. Die Beine nach oben. Locker so rück mal so richtig aus zur Decke. Schüttel das Blut zurück in den Körperkreislauf, kannst auch die Fußspitzen mal ranziehen, strecken. Dann nacheinander Füße abstellen und dich auf eine Seite drehen. Komm rüber, lass deinen Kopf auf deinem Oberarm liegen, ganz entspannt. Nimm jetzt deine Beine ein Stück tiefer wie waagrecht, also hier ist der Winkel größer wie ein rechter Winkel zwischen Oberkörper, Oberschenkel. Und dann hebst du schon mal dein Bein an. Versuch, das Knie auszudrehen. Versuch vielleicht sogar, deine Füße aneinander zu halten. Hier oben steht ein volles Glas Wasser. Und dann drehst du dein Knie nach innen. Deine Fußspitze zeigt Richtung Decke. Nochmal ausdrehen.
Und nochmal eindrehen. Gesäß, Kraft, Mobilisation, Hüftgelenk. Vielleicht geht es ja gar nicht so hoch, muss auch nicht. Einmal noch. Und absenken. Den Po gespürt. Gut. Locker lassen. Entspannen. Und dann gleich ein zweiter. Nach oben drücken. Einfach rumdrehen. Zur anderen Seite. Kopf ablegen. Schau wieder, dass die Oberschenkel ein Stück tiefer sind. Dein Becken bleibt stabil. Hand stützt, dreh aus und ein. Becken stabil. Da kannst du ein bisschen Druck geben. Ich spüre schon. Nochmal halten und lösen, entspannt. Super. Dreh dich eins weiter in die Bauchlage. Einfach rumkommen. Nimm deine Hände unter deine Stirn, sodass du den Blick nach unten haben kannst. Ich erkläre dir alles. Du musst eigentlich gar nicht schauen zu mir. Lass deinen Nacken schön lang. Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Und jetzt hol deinen Bauchnabel nach oben, Richtung Wirbelsäule. Atme aus. Atme ein und löse wieder auf. Atme aus, Bauchnabel nach innen oben. Einatmen. Wieder lösen. Und dann halte diese Spannung, lass den Bauchnabel innen, lass den Kopf da, wo er ist, öffne deine Arme, sodass die Daumen zur Decke zeigen und deine Arme im rechten Winkel zur Seite zeigen. Schultern tief, Blick bleibt nach unten. Wenn du zu mir schaust, dann mach das immer über die Seite, sodass dein Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule bleiben kann. Bauchnabel ist innen oben, sehr gut. Dann hebst du mit dem Ausatmen den rechten Arm und dein linkes Bein nach oben. Also heben, einatmen, absetzen und mit dem Ausatmen rechtes Bein, linken Arm. Ein. Immer die Diagonale, so spürst du natürlich die ganze Rückseite, deine tiefen Rückenmuskeln. Nochmal im Wechsel. Halte das rechte Bein oben,
Nimm jetzt deine Hände wieder unter die Stirn, leg den Stirn ab, beug deine Knie und versuch mit der Fußsohle jetzt ganz kleine Bewegungen hoch tief zu machen. Bauch ist fest. Zur Decke ziehen. Die Fußsohle. Nicht ganz ablegendes Bein. Immer noch kleine Bewegungen. Nochmal halten. Löse das Bein. Locker kurz aus. Locker rück dein Becken ein bisschen nach rechts und links. Eine Gesäßhälfte haben wir noch. Nochmal aktiven Bauch. Andere Bein jetzt hoch. So weit wie es geht abheben. Vielleicht geht es nicht weit, macht nichts. Und jetzt kleine hoch tief. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halten und absetzen, entspannen. Super. Nimm die linke Hand nach außen, die rechte nah an deine Schulter und dein rechtes Bein anbeugen und jetzt dreh dich zur Seite. Geh so weit, wie es für dich okay ist. Wechsel gleich wieder tief. Linke Hand neben die Schulter, rechte nach diagonal außen. Linker Fuß hebt und du ziehst so weit, wie es für dich angenehm ist. Komm wieder zur Mitte. Du spürst die Dehnung in der Schulter. Du kannst auch ein bisschen weiter nach außen nehmen den Arm. Und natürlich auch die Dehnung Hüfte, oder? Nochmal wechseln. Und Rücken. Und wenn du dann zur Seite kommst, drückst du dich gleich eins weiter nach oben zum Sitzen. Sehr schön. Setz dich nochmal auf. Lass deine Beine vorne stehen. Mach nochmal den Rücken rund. Und richte dich auf, kreuz ein Bein unter dein anderes, stütz dich hinten ab und jetzt neigst du dich so nach vorne, bis du die Dehnung im Gesäß spürst. Schau mal, dass dein Rücken gerade ist. Genau, dann löst du, nimmst dann deine gegenüberliegende Hand zum Knie und drehst dich weit nach hinten nochmal. Kommst wieder zur Mitte und wechselst gleich den Fuß. Unten durch, gerade Rücken. Du kannst immer noch ein Stück variieren, das Knie weiter öffnen oder weiter beugen, weiter reinziehen. Gerade Rücken nach vorne. Wieder zurückkommen, dann nimmst du die Hand zum Knie und drehst dich so weit wie möglich nach hinten auf. Komm langsam wieder zur Mitte zurück. Löse. Nimm beide Fußsohlen aneinander und jetzt ist ganz egal, hier sollst du ungefähr einen rechten Winkel oder ein Rechteck haben. Egal wie weit du nach vorne kommst, ob du es hier bist oder ob du noch weiter nach vorne gehst, dich hier hängen lässt, entscheide für dich und versuch mit jedem Ausatmen ein Stück tiefer zu sinken, lockerer zu lassen. Du kannst auch probieren, die Füße mal näher ranzuziehen.
Nimm dich wahr, probier dich aus. Komm langsam zurück. Stell deine Füße wieder nach oben auf. Und jetzt kannst du dich noch mal räkeln und strecken. Vielleicht möchtest du dich auch da noch mal langziehen. Räkel dich mal im Sitzen. Es geht nämlich genauso gut wie im Stehen, sich da mal wirklich auszuprobieren. Du kannst auch in der Rückenlage räkeln und strecken, aber einfach mal gähnen vielleicht. Ausprobieren, wo du dich noch hinbewegen willst. Vielleicht möchtest du dich auch noch mal nach vorne dehnen. Probier aus. Wohin? Ausprobieren ist gar nicht so einfach, gell? Sich selber so wahrzunehmen, wo man noch eine Dehnung spüren möchte. Komm dann irgendwann wieder zur Mitte zurück. Bleib aufrecht sitzen. Streck dich nach oben. Zieh dich hier lang. Öffne deine Arme. Zieh die Ellbogen zurück. Atme ein und atme aus. Entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitbewegen. Sehr schön. Wir haben wichtige Muskeln gestärkt. Wir haben unseren ganzen Körper einmal durchbewegt. Ich hoffe, dir geht's gut jetzt und fühlst dich wohl in deiner Haut. Ich freue mich, wenn du unten kommentierst, einen netten Kommentar hinterlässt oder eben auch Gefällt mir drückst. Ich freue mich natürlich auch, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest. Der Link ist auch unter dem Video. Der nennt sich Steady, deine Unterstützung. Da kannst du mich mit monatlich zum Beispiel 2,50 Euro unterstützen oder 5 Euro oder 10 Euro. Was du möchtest. Dankeschön. Ich freue mich auch, wenn du so dabei bist. Vielleicht gehst du mal auf meinen YouTube-Kanal. Da sind alle Videos nach Themen geordnet. Oder auf meinem Kanal auf die Videos drauf oder Videos klicken. Dann sind alle Videos nach Datum sortiert. Du könntest auch einfach in die Suchzeile eingeben. Zum Beispiel Gabi Fastner Hüfte oder Gabi Fastner Lendenwirbelsäule oder. Also wenn du so bestimmte Themen hast, dann gib doch einfach das in die Suchzeile ein. Dann findest du vielleicht auch Videos, die dir gut tun könnten. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Freue mich schon.